Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja, Leute, in der letzten Folge waren wir mit Judy in der Tauche und Tauchen, wie es der Müll heißt. Also, wir waren Tauchen. Ja, wir haben getaucht. Bisschen tief. Da haben wir. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Das ist fürs Judys Projekt, fürs. Wissenschaft, ja, aber das sind wir auch stehen geblieben und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Beeindruckend, oder? Unglaublich. Das ist unglaublich. Was ist das? Unser ganz eigenes Atlantis. Der Ort hieß Laguna Bend. Noch vor 15 Jahren wohnten hier Menschen. Was ist passiert? Was ist passiert? Warum wurde er geflutet? Weil jemand Profit machen wollte. Du hast irgendeine Bindung zu diesem Ort, oder? Allerdings. Ich bin hier aufgewachsen. Ich war nicht hier, seit Laguna Bend von der Karte verschwand. Warum zeigst du mir das? Ich brauche die richtigen emotionalen Reaktionen. Ich habe das Gefühl, das wird perfekt für mein Experiment. Warum ist das hier so perfekt? Weil ich hoffe, dass du all die ungefilterten Gefühle aufnimmst, die der Ort in mir hervorruft. Ob du willst oder nicht, du wirst darauf reagieren. Das will ich festhalten. Klingt Nova. Tun wir's. Ich habe diesen Moment der Rückkehr so oft im Kopf durchgespielt. Hat Jahre gedauert, ehe ich den Mut fassen konnte, herzukommen. Warum warst du nicht schon früher hier? Gute Frage. Ich würde ja sagen, ich hatte keine Zeit, keine Ausrüstung, die Sterne standen falsch. Aber die Wahrheit ist, es fühlte sich komisch an. Das war hier mal eine Stadt? Komischer Ort für ein gerahmtes Bild. Das Wasser hat es bestimmt aus einem Haus geschwemmt. Kann man was erkennen? Nein, nicht wirklich. Ich habe hier was. Sieht aus wie eine alte Kamera. DPI 350. Echte Antiquität. Gefällt sie dir? Dein Ernst? Die ist großartig. Golfschläger? Hockeyschläger? Gab's hier eine Eisbahn? Schön wär's. Wir haben auf Rollerblades gespielt. Genug gelabert, Alvaras. Eigentlich verlieren wir Leute. Komm! Die sind so gut wie erledigt. Also, willst du mit mir gehen? Sorry, ich muss los. Die rufen mich. Als hätte das mal zu deinem tollen Diner gehört. Lass mal sehen. Deine Kindheit hat nach gegrillten Marshmallows geschmeckt.
immer angekugelt, aber das hat dich nicht gestört. So ist das Nomadenleben. Man darf beim Essen nicht mäklich sein, sonst isst man nie. Außerdem schmeckt alles besser, wenn es ein bisschen angebrannt ist. Hier, nimm die Kamera. Ist bei dir gut aufgehoben. Setzt sonst nur Algen an. Wow, danke. Was war mit deinen Eltern? Einen Dad gab's nie. Und Mom starb, als ich noch klein war. Erinnere mich kaum an sie. Hab noch ein Foto von ihr, aber ich sehe eine Fremde darauf. Was war das? Diese Stimmen. Stimmen? Außer dir habe ich nichts gehört. Wie war das bei deinen Großeltern zu leben? Wie waren die so? Mein Opa hatte es mit technischen Dingen. Hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Und hat mir Geschichten erzählt. Das war nie langweilig. Meine Oma war temperamentvoll. Eben noch wütend, dann kalt wie Stahl. Temperamentvoll, hm? Erklärt einiges. Liegt in der Familie? Keine Ahnung, wovon du redest. Wo sind deine Großeltern hin? Nach Night City? Ja, für ein paar Jahre. Hatten die Wohnung gemietet, die jetzt mir gehört. Aber sie haben es gehasst. Sind nach Oregon gezogen. Ich fahre sie manchmal besuchen. Lass uns weiterschwimmen. Aye, aye, Captain. Mir nach. Suchen wir hier irgendwas Bestimmtes? Nein, aber umsehen können wir uns trotzdem. Ist doch schön ruhig hier. Fast als wären wir jenseits von Raum und Zeit. Wie in der Schneekugel. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Ah, ich habe keine Ahnung, ob die in ein paar Jahren... Also, alle sagen, dass 2025 die Roboter existieren sollen. Nicht nur das, es soll an diese Welt mehr geben. Also, ich sag mal so, damit die Menschen, damit die, wie soll ich sagen, fliegende Autos, dass die Autos das fahren können oder was weiß ich. Keine Ahnung, was es geben wird. Ich lass mich einfach überraschen. Vorstellen, dass in einer Unterwasserwelt so viel am Platz ist. Wasserflaschen? Touché, Judy. Touché. Was? Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet sein Auto zurücklassen kann, wenn man zügig verschwinden muss. Hey, was denkst du denn, wie alt ich bin? Die Schrottkarren haben 50 Jahre auf dem Buckel. Die standen hier schon, als ich noch ein Kind war. Sahen damals genauso aus. Aber waren eine echt gute Deckung bei Max-Tech und Psychos-Spielen. Ja, die gehört dir nicht? Armes Ding. Liegt hier ganz allein seit 20 Jahren. Ist also doch deine? Nein, sie gehörte Jenny Chapman. Du hast ihre Puppe geklaut? Als ob. Nur versteckt. War ein Monster. Versteckt? Warum? Weil ich fand nur Loser spielen mit Puppen. Eigentlich wollte ich nur, dass sie mich beachtet. Damals, als Puppen nichts als Spielzeug für Kinder waren. Ich will wissen, was noch auf uns wartet. Na dann komm, ich will dir was zeigen. Fühlt sich echt komisch an, hier durchzuschwimmen. Wo du früher gerannt bist, wo sich dein Leben abgespielt hat. Kannst mir vorstellen. Die Kirche sieht aus wie früher. Die war schon immer alt und sah aus wie von Aliens erbaut. Und die Glocken hatten Risse.
Klang voll gruselig und irgendwie schief. Komisch. Bis eben hatte ich das vergessen. Jetzt kann ich sie beinahe hören. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich höre die Glocken auch. Echt? Du hörst meine Erinnerung? Vielleicht eine Nebenwirkung. Verschlossen. Schade. Vielleicht führt ein anderer Weg rein. Versuchen kannst du's. Bist du gern hergekommen? Ich war nie wirklich hier. Hab die Kirche nie richtig bemerkt. Sie war einfach nur da. Als wir erfuhren, dass sie Laguna Bend fluten wollen, haben die Leute hier den Protest organisiert. Hat er irgendwas gebracht? Sieh dich um. Da können wir durchschlüpfen. Schon unterwegs. Hab einen Eingang gefunden. Durchs Dach. Ich war mal hier drin, als keiner da war. Aber mal da gestanden und dachte, was dem Padre wohl durch den Kopf geht, wenn er all die Leute ansieht. Hab mich gefragt, wie er die Gedanken der Leute liest. Weil er alles über sie wusste. Geschrien wie am Spieß, um die Akustik zu checken. Der Empfang wird immer schlechter. Ich höre dich laut und deutlich. Alles okay? Ah! Du warst ohnmächtig. Wie hast du mich rausgeholt? Weiß nicht mehr. Ich hab nicht nachgedacht. Ich hab einfach funktioniert. Hey, langsam. Ganz ruhig. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Hab's dir gesagt. Im Giftmüll zu tauchen ist eine blöde Idee. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Giftmüll? War das dein Konstrukt? Du hast ihn gehört? Du hast ihn gehört? Gehört wäre zu viel gesagt. Er war nur in meinem Kopf. Wie ein Gedanke, der weder meiner noch deiner war. Ignoriere sein Gejammer. Unser Verhältnis ist kompliziert. Was mache ich hier noch? Du solltest lieber noch nicht in die Stadt zurück. Ich bin auch müde. Hab jetzt keine Lust zu fahren. Lass uns doch heute Nacht hier bleiben. Was meinst du? Bleiben? Wo denn? Willst du an der Küste zelten? Nein. Da drin. Ich übernachte dort öfter nach dem Tauchen. Was sagst du? Warum eigentlich nicht? Wem gehört das Haus? Du sagtest, du kennst den Besitzer. Einer unserer Nachbarn wollte unbedingt in Laguna Bend bleiben. Die Bullen haben ihn aus dem Haus gezerrt, als das Wasser kam. Also baute er sich ein neues, so nah wie es ging. Aber dann wurde er krank. Damals war das Wasser noch viel giftiger.
furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Wie trinkst du dein? Oh. Milch und Zucker. Milch und Zucker, bitte. Das volle Programm, hm? Ah, hab den Generator vergessen. Ein Generator? Was noch? Whirlpool? Finnische Sauna? Nein, aber wir haben fließend Wasser. Ich mach schon. Du solltest langsam machen. Immer schön vorsichtig. All diese Leute aus der Stadt. Echt deprimierend. Die meisten Nomaden kennen solche Geschichten. Und alle fangen gleich an. Mit Vertreibung. Wir haben Strom. Dein kleines Spa ist jetzt eröffnet. Sei vorsichtig. Sicher. Scheiße. Judy? Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Hey, was hast du denn? Was traust du mir nicht? Denkst du an Evelyn? Das Clouds ist am Ende. Die Tiger Claws haben sich wegen Hiromi und den anderen gerecht. Gab eine Schießerei. Tom ist tot. Roxanne hat gerade so überlebt. Der Laden ist vorerst geschlossen. Will nicht drüber reden oder nachdenken. Ich wollte es dir nicht sagen, damit du nicht denkst, ich mach dir Vorwürfe. Wie kommst du drauf, ich könnte das denken? Weiß nicht, ich... Lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, ich leg mich hin. Bin müde. Die Tossi nervt mich. Lass uns einfach abhauen. Aber weck sie nicht auf. Judy nervt dich, weil sie sich um andere kümmert? Und dich daran erinnert, dass du ein narzisstisches Arschloch bist? Sie ist total verrückt. Weigert sich, durch die Tür zu gehen, springt aus dem Fenster und wundert sich, wenn's weh tut. Sie erinnert dich an Alt, oder? Nein, verdammt. Niemand kommt nur im Ansatz an Alt ran. Und was wir hatten. Lass uns endlich abhauen, okay? Ich lasse dich nicht allein. Dann verpiss dich doch. Ich lasse jedenfalls nicht mitten im Nirgendwo allein. Ach, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so sentimental bist. Schlaf wenigstens, damit mir das Streiten erspart bleibt. Nicht nackt. Da Anfang von Ende.
bist du, Kleine? So. Hey, setze dich ein bisschen zu mir. Hier ist dein Kaffee. Morgen. Hey. Weißt du, ich glaube, ich habe mich gestern entschieden. Ich habe dich angerufen, um mich zu verabschieden. Die Stadt hat mich zerkaut und spuckt mich jetzt aus. Du bist verrückt, aber ich werde dich... Was willst du damit sagen? Bist du verrückt? Du meinst, du willst abhauen? Jetzt gleich? Ich hatte dieses skurrile Gespräch mit einer Puppe. Hat mir gesagt, ich soll kämpfen. Und ich dachte, wofür? Und jetzt, wo ich weiß, wozu das alles. Freundschaft. Vertrauen. Jetzt willst du abhauen? Wir können doch in Kontakt bleiben. Gib mir deine Hand, Vee. Was? Wieso? Sag nichts. Gib sie mir einfach. Das war's schon. Glückwunsch. Du hast jetzt Zugang zu meiner Wohnung. Oh, du willst, dass ich einziehe? Wenn du das willst. Oder komm einfach vorbei, wenn du magst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Sowas hat noch nie jemand für mich getan. Du vertraust mir wirklich. Pass auf dich auf, Vee. Das war's? Wirklich? Unser letztes Treffen? Noch vor einer Minute schienst du nicht so entschlossen. Kein Grund zu warten. Ich bleib noch ein paar Tage hier. Dann hau ich ab. War schön, dich zu kennen, Vee. Bis dann. Und meld dich mal übers Holo. Bis dann, Jodie. Schade, ich hab's ja echt gemacht. Suche den Ort aus der Nachricht, dass man hört hieß. Okay.
Ah, warte mal kurz. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Warte mal. Relativ. Ach, da. Arasaka. Hier ist Nancy. Ich kann gerade nicht ans Holo gehen, aber vielleicht rufe ich zurück. Ciao. Widme dich andere Missionen, bist du mit. Okay. Wie hier? Hab gehört, du hast einen Job. Richtig. Ich brauche einen Fahrer. Mhm. Und wofür genau? Du weißt schon, dies, das. Muss ein paar Erledigungen machen. Freunde besuchen und nichts Besonderes. Aber genug gelabert. Lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Aber gehört, du bist der Beste in der Stadt. Ich arbeite gern mit den Besten und weiß, dass das seinen Preis hat. Die Details erspare ich dir jetzt mal. Ich meine, wenn es stimmt, was man über dich sagt, kannst du alles regeln. Also, was meinst du? Hast du das Zeug für den Job oder ist dein Ruf fake? Okay, ich bin dabei. Japantown, am Eingang zum Markt. Hupe ein paar Mal und ich komme zu dir. Bis dann, Wien. Zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Malware verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Versagen von Cyberware führt und in Extremfällen tödlich ist. Als Reaktion auf erhöhte Gangaktivität hat der Bürgermeister die Gefahrenstufe der Öffentlichkeit auf Rot erhöht. Bewohnern von Arroyo und Wilson wird geraten, außerdem sicherzustellen, dass sie Handfeuerwaffen griffbereit haben. Schulen sowie auch Krankenhäuser bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Wie steht es um Pacifica? Ursprünglich wurde der Bezirk als Tourismusparadies. Gesprochen? Er macht keinen Rückzieher oder so? Nein, auf keinen Fall. Der ist total gehypt. So habe ich ihn seit den Silverhand-Tagen nicht mehr gesehen. Du konntest Danny nicht überreden? Nein. Hab alles versucht, aber nein. Na gut, dann bis heute Abend. Um deine Gitarre musst du dich nicht kümmern. Hab das Equipment schon zusammen.
Erstmal. Wie hupt man? Hey, bist du wie? Leck mich. Das beantwortet nicht die Frage. Du hast da was in deinem Gesicht? Die Granate. Darf ich fragen, warum? Ein Unfall beim Jonglieren oder so? Ziemlich uncool. Du fragst mich was Persönliches noch bevor du dich selbst vorgestellt hast. Du bist wie, korrekt? Ja, das bin ich. Gut, dann mal los. Wohin denn? Little China. Ich hab Lust auf Huang Kung Pao. Schön scharf gewürzt. Stört dich das nicht? Was? Die Granate. Also die in deinem Gesicht. Man gewöhnt sich dran. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich beim Popel nicht den Stift ziehe. Upsi. Upsi. Warte hier auf mich und lass den Motor laufen. Wir sind hier nur, weil du Hunger hast? Kann man so sagen. Was war das? Bist du so eine Art Granatenfetischist? Keine Zeit für Spielchen, Weg! Wow. Ich
Johnnys Granate. Johnnys Waffe ist echt geil. Nicht schlecht, oder? Wäre besser gewesen, wenn du gleich gesagt hättest, was du hier abziehen willst. Da haben die Leute recht. Echt verdammt gut. Nur leider hast du einen Stock im Arsch. Naja, das war's dann mit uns beiden. Viel Glück, W. Und entspann dich etwas. Der sieht aus wie Pennywise. Erklärst du mir jetzt diese Nasensache? Ach ja, es gab einen Streit mit meinem Bruder und er hatte eine Zange. Oh Mann, Geschwister. Du hast ja keine Ahnung. Ich hätte mir eine neue holen können, aber so passt das irgendwie besser zu meinem Stil. Okay. Und ich komme so mit den Mädels ins Gespräch. Muss nur nach dem Taschentuch fragen. Und, funktioniert's? Nicht wirklich. Und meine Bezahlung? Was soll damit sein? Hier, wie gesagt, die Besten haben ihren Preis. Mach's gut, Weh. Und nie an der Nase herumführen lassen. So, jetzt zu Johnny. Johnnys Waffe ist echt gut. Verdammt gut. Niemand da. Dieser Job. Manchmal heißt's schnell hin und warten. Wie? Ich hab was für dich. Falls du es nicht wissen solltest. Die hat mal Silverhand gehört. Fuck, Nancy hat's echt drauf. Flüster ihr einfach mal Mikoshi ins Ohr. Dann sind wir fein raus. Und du bist? Wie? Ich war doch bei Danny. Ah, klar. Der Scheiß war echt krank, oder? Scheint der heute in Topform zu sein. Ja, Mann. Carrie hat mich versorgt. Hat dich nur aus dem Entzug geholt, oder? Mhm. Aber mit dem Scheiß habe ich abgeschlossen. Carrie's Stoff ist viel besser. Pur wie Gold. Was war das zwischen dir und Danny? Also, bevor du ihren Pool mit Beton gefüllt hast? Sie hat mich im Stich gelassen. Ich war am Ende. Wäre fast auf der Straße verreckt und sie hat mich wie Dreck liegen lassen. Aber davor hatte Danny sich oft um dich gekümmert. Ja, hatte wohl keinen Bock mehr. War nur ein beschissener Zeitpunkt. Sie haben mich wiederbelebt. Aber Danny war weg. Ihre Freunde haben mich ignoriert. Als wäre ich unsichtbar oder tot. Danke, dass du den Gig organisiert hast. Ach komm. Carrie konnte sich ohne mich nicht mal am Arschloch kitzeln. Silverhand war sicher nicht anders. Ach, schlimmer. Carrie hat wenigstens getan, was ich wollte, ohne mich zu nerven. Wo ist Carrie?
Sollte gleich hier sein. Er meinte, du spielst wirklich gut? Ich hoffe, das stimmt. Gib nämlich keine Generalprobe. Klar, wollen die Menge ja nicht enttäuschen. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was das für Leute sind. Laufpublikum. Harry wollte nicht, dass das die Runde macht. Naja, das wird sich noch zeigen. Meinst du, die Medien haben Wind bekommen? Garantiert. Hyänen. Mach dir besser um Dannys Ersatz Sorgen. Harry hat Rowson von Cutthroat an Bord geholt. Hab ihn schon spielen gesehen. Und? Hat er was drauf? Er ist okay. Okay halt. Du bist das Überraschungspaket. Höhlenzeit. Sei unauffällig. Und wenn ich wieder Blut spucken muss? Reiß dich zusammen. Das ist Carries große Nacht. Hab das Gefühl, Nancy glaubt, ich kann nicht mit ihnen mithalten. Naja, zu Recht. Ready to thrash? Weiß nicht. Vielleicht ist das eine schlechte Idee. Das fällt dir jetzt ein? Es wird schlimmer. Vielleicht ist der Gig es nicht wert? Gut, geh du spielen. Ich lehne mich zurück und wisch mir das Blut aus den Ohren. Ja, ja, schon gut. Viel Spaß. Ja, drehen wir auf. Da bist du ja. Das ist draußen. Cutthroat. Hey, bin ein Riesenfan. Du auch? Hab alle Alben, ich meine, ich hätte nie gedacht... Chum. Er ist wie du nur ein Fan. Wenn du mit einem Star reden willst, red mit mir. Und hör auf zu zittern. Ich glaube, ich zittere fast noch schlimmer. Meinetwegen, oder Carrie, das... Lampenfieber, oder meinetwegen? Fick dich. Hab dich auch vermisst. Also gut, ziehen wir es durch. Leg einen Auftritt mit Kenny hin, mit Carrie hin. Oh!
Alter. Das ist so abgefuckt. Was denn? Ich war richtig aufgeregt vor dem Auftritt. Als hätte ich was zu beweisen. Mir, dir, wem auch immer. Aber ich hatte einfach nur Spaß. Mehr nicht? Willst du das wiederholen? Würdest du das nochmal machen? Nein. Das war genug. In dem Fall, hier. Nimm. Als Andenken. Bist du sicher? Ohne dich spiele ich nicht. Wäre einfach nicht dasselbe. Ha. Netter Versuch. Aber ich spiele auch ohne dich. Johnny! Oh. Ist weg, oder? Ja. Aber er kann dich noch hören. Danke. Aber ich bin nicht in der Stimmung für schwebende Tische und Stimmen aus dem Jenseits. Vielleicht solltest du das besser an dich nehmen. Ja, wie war der Gig? Ziemlich geil. Samurai war wie neu geboren. Schade, dass ich's verpasst habe. Naja, kannst ja mich live sehen. Was für ein schönes Geschenk. Damit wollte ich Johnny erschießen, als er bei mir eingebrochen ist. Mit anderen Worten, mich. Ja, und davor... Ach, vergiss es. Cool. Fühl mich, als wäre ich nach 50 Jahren Schlaf endlich aufgewacht. Dann mal zurück an die Arbeit. Pass auf dich auf, Vi. Wir bleiben in Kontakt. Und? War nicht so schlimm, oder? Zu schade, dass Carrie weg ist. Musste wohl dringend was erledigen. Schreibt sicher schon an seinem nächsten Song. Das wolltest du doch, oder? Dass es ihm besser geht? Besser, aber nicht so gut. Johnny, verlass mich nie wieder. Ohne dich kann ich nicht leben. Ein bisschen davon hätte nicht geschadet. Ich hoffe, das war dein letzter Wunsch. Ja, jetzt kannst du machen, was du willst. Ich muss mit Hanako reden. Schnell. Okay, deine Entscheidung. Gehen wir. Scheiße, sowas habe ich noch nie gehört. Und das wirst du auch nie. Ach, den Scheiß brauche ich nicht. Okay Leute, das sag ich mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Das wird mich wirklich sehr freuen und dann sage ich mal au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.